Herzlich willkommen zu diesem kleinen neuen Tutorial-Video von Voice over IP to GSM. Heute wollen wir uns die Funktion Softphone anschauen. Dazu bin ich wie gehabt im Kundencenter eingeloggt und hier unter Telefonie finde ich die Funktion Softphone. Das Softphone ist nichts weiter als die ehemalige Application aus dem App Store oder aus dem Google Play Store CSIP Simple. Das war so ein Android-Softphone oder Softtelefon und die Entwickler haben das Projekt eingestellt im letzten Jahr und wir haben über den Source Code ein paar Änderungen vorgenommen und haben dort eine Vereinfachung für Voice-over-IP-to-GSM-Nutzer eingebaut und das stellen wir jetzt hier wieder zur Verfügung. Um das Ganze nutzen, wie gesagt, über Telefon, Softphone aufrufen. Hier kriege ich mal Informationen dazu. Zum Beispiel, dass nach der Aktivierung mir 5 weitere Konten zur Verfügung gestellt werden, welche ich dann für das Softphone frei konfigurieren kann. Und wir machen das auch gleich mal. Wir aktivieren das Ganze und schon habe ich ein bisschen anderen Bildschirm zu sehen, der dann immer wieder kommt, wenn ich hier auf Softphone entsprechend draufgehe. Und in 5 einfachen Schritten komme ich zur Konfiguration. Im Schritt Nummer 1 wird mir gesagt, konfigurieren Sie Ihre SIP-IDs. Und wie wir gesagt haben, wir haben 5 Stück zur Verfügung. Hier sind die SIP-IDs zu sehen. Hier kann ich entsprechend die Absender setzen. Hier kann ich einen Wizard auswählen, dazu komme ich gleich. Ich kann dem Konto einen Namen geben, das Konto aktivieren, ob es übertragen werden soll aufs Telefon. Und ich kann die Preisansage, die wir haben, zuschalten, abschalten, einschalten oder wie auch immer. Das ist auch hier oben so Schritt für Schritt erklärt. Der Wizard. Wenn ich in CSIP Simple ein Konto anlegen möchte per Hand, kann ich dazu einen Wizard wählen, der mich im Prinzip durch die Einrichtung führt. Dazu gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten. Es gibt den Basic, den Advanced und den Expert. Der Basic erlaubt mir tatsächlich nur, den SIP-Server einzugeben, das SIP-Konto und Passwort und das war es eigentlich schon. Beim Advanced habe ich schon ein paar mehr Möglichkeiten. Beim Expert habe ich eine riesige Menge und Fülle an Möglichkeiten und Einstellungen, die allerdings auch von uns zum Großteil gar nicht unterstützt werden. Daher ist das auch wirklich nur, ja, wer ein bisschen basteln und spielen möchte oder wie auch immer, für den geeignet. Der Advanced allerdings ist immer dann notwendig, wenn ich zum Beispiel eine eigene Absenderkennung in der App setzen möchte. Das schauen wir uns jetzt mal unterschiedlich hier an. Wenn ich also zum Beispiel sage, den Absender, nehme ich jetzt eine Nummer von mir, setze ich so, dann reicht der Basic Wizard aus, Konto 1 aktiviert, Preisansage auch aktiviert. Beim Konto 2 machen wir das so, wir machen einen benutzerdefinierten Absender, den können wir ja hier selber setzen. Und geben unsere Telefonnummer an. Dann können wir auch noch Basic lassen, weil der wird ja bei uns gesteuert. 2 Benutzer definiert und auch die Preisansage. Und beim Konto 3 wählen wir aus, wir möchten das Endgerät soll den Absender setzen. Dazu brauchen wir dann das ein Advanced-Konto. Die 3 aktiviert und auch die Preisansage. Schon sind die Konten konfiguriert und ich speichere das Ganze entsprechend ab. Was jetzt bei mir scheinbar etwas länger dauert. Gut, gespeichert haben wir das. Nun brauche ich die App. Die App befindet sich bei uns auf dem Server und lässt sich über diese Adresse hier einfach finden unter config.voice2gsm.eu/csip.apk oder wer einen Barcode-Scanner entsprechend aktiviert hat in seinem Telefon, ach, nun ist er auch fertig bei mir, kann sich hier über den Barcode das entsprechend einscannen. Nicht wundern, der ist hier ein bisschen klein. Wenn ich hier draufklicke, geht tatsächlich ein Fenster auf und ich habe ihn wo? In einer ordentlichen Größe auf dem Bildschirm und zum Scannen. Ansonsten, wie gesagt, ohne Probleme über diese Adresse die SIP runter, die APK runterladen, nicht jetzt hier auf dem PC, sondern bitte auf dem Telefon. Wenn ich das Ganze gemacht habe, dann muss ich das Ganze installieren. Jetzt hole ich mal mein Telefon auf den Bildschirm. Da ist mein Telefon und ich habe jetzt also das Download schon vorgenommen und wir starten das Ganze jetzt mal hier und dann gehen wir doch mal durch die ganze Sache durch. So, hier haben wir die Anforderungen, die CSIP Simple an mich so hat. Dann sind wir informiert darüber, dass wir auf unsere Fotos, Videos zugreifen, entsprechend auf Kontakte und so weiter halt. Und wir möchten das Ganze installieren. So, kommen noch irgendwelche Sicherheitsmeldungen? Eventuell bei mir nicht. Im Regelfall sollte jetzt hier, ja, Google Play Protect, den brauche ich erstmal hier nicht. Normalerweise sollten noch installierte Quellen kommen, also unbekannte Quellen sollten noch kommen, wo ich auch zustimmen kann für diese eine Installation. Es ist halt so, wenn das, die App nicht über den Google Play Store kommt, dann schlägt natürlich auch Google entsprechend Alarm. Das macht jetzt auch schon wieder hier. Wir machen das jetzt mal nicht mit dem Senden. Ich habe das zwar auch schon mal so erledigt, aber die App ist auch schon installiert und wir können die App auch direkt öffnen. So.
Da ist die App. Wir möchten, dass sie in Android integriert wird. Das heißt, in meinen normalen Wähler, wo ich normalerweise das Telefon habe und wähle, soll sie auch integriert sein. Das heißt, wenn nämlich der CSAP-Symbol aktiviert ist, soll er mir die Möglichkeit geben, entsprechend über mein Voice-over-IP-Konto zu telefonieren, statt über mein normales Telefon. Ich möchte, dass sie immer verfügbar ist. Ich kann auch sagen, nur bei Wi-Fi oder wie ich das immer möchte. Ich kann aber auch sagen, er darf natürlich auch 3G nutzen, wenn ich unterwegs bin, sofern das mein Mobilfunktarif erlaubt. Heutzutage, die meisten machen es eigentlich. Es gibt eigentlich nur noch wenige, wo das untersagt, verboten oder nicht unterstützt wird. Also ich kann das, wie gesagt, aktivieren. Auch wir lassen es jetzt mal standardmäßig, so wie es eingestellt ist. Und dann speichern wir das Ganze ab. So, und da haben wir jetzt schon Voice over IP to GSM Activation im Menü drin stehen. Und jetzt ist es eine sehr, sehr einfache Geschichte, die ganze Sache zu starten. Ich nehme das Telefon mal kurz wieder hier rüber. Hier geht es nämlich weiter, nachdem wir das Ganze installiert haben, eingerichtet haben, so Punkt 4. Wir klicken im Kundencenter auf den Freigabe-Button, der befindet sich hier unten. Und Schritt 5, haben wir 120 Sekunden Zeit, ja, in der App, das Smartphone und so weiter, auf Voice-Over aktivieren, anzuklicken und dort und so weiter die SIP-ID einzugeben und so weiter und so weiter. Wir werden uns das gleich anschauen. So, also wir klicken jetzt hier diese Freigabe. Und da läuft tatsächlich dieser Timer hier unten. Jetzt holen wir uns das Telefon wieder und gehen hier auf die Aktivierung. Und dann steht eigentlich auch alles da. Und er möchte jetzt von uns unsere SIP-ID, unsere Kundennummer haben. Das ist bei mir diese hier. Und jetzt klicken wir hier Connect. Dann dauert das kurz und da sind schon unsere drei Konten eingerichtet, alle registriert, ohne dass ich irgendwas groß machen muss. Fertig, und ich kann mit einem einzigen Klick, zack, los telefonieren. So einfach ist das. Die Freigabe läuft momentan noch 80 Sekunden, danach schließt sich das automatisch und das heißt, die Sicherheit ist auch wieder hergestellt. Momentan ist also, war schon die einfache Konfiguration. CSAP Simple kann von hier aus der App genutzt werden als Telefon oder halt natürlich eben auch ganz normal über die Telefonfunktion, wie es im Telefon integriert ist. Gehen wir nochmal zurück zu den Konten. Also hier habe ich meine Konten, wie gesagt. Hier sieht man jetzt den Unterschied. Ich habe also zwei dieser Basic-Konten und eins dieser Advanced-Konten. Das ist dieses Zahnrad, soll das im Prinzip darstellen. Und während ich halt im Basic-Konto tatsächlich nur meinen Account-Namen, meine User-ID habe, den Server, bei dem ich angemeldet bin zurzeit, habe ich in dem Advanced-Konto entsprechend ein paar mehr Einstellungen zur Verfügung, wie eben zum Beispiel auch die Caller-ID, die ich jetzt hier selber setzen kann. Bei den meisten wird dies für App möglicherweise auf Deutsch sein, bei mir ist halt auf Englisch. Und alle anderen Daten, was ich halt, wenn ich ein Proxy, die haben wir ja nicht, wie gesagt, und andere Sachen auch nicht, aber wie gesagt, die Caller-ID wäre hier beim Advanced wichtig. Ja, und das wäre es eigentlich schon. Wenn ich tatsächlich noch einen anderen Account woanders habe, ist die Funktion trotzdem belassen worden. Das heißt, ich kann natürlich auch trotzdem jetzt von einem anderen Anbieter den Account hier mit integrieren und kann entsprechend auf den auch mit zugreifen. Ja, und das ist eigentlich schon die gesamte Einrichtung. Inzwischen gleich schließt sich hier unten unsere App auch wieder. Und jetzt ist auch keine weitere Konfiguration möglich. Ein kleiner Trick vielleicht, wenn man tatsächlich mit zwei Telefonen arbeiten möchte. Ich werde erst mal ganz kurz gucken, wir können uns das hier mal anschauen. Wir sehen jetzt auch, hier sind unsere Telefone auch entsprechend verbunden. Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Telefone habe und möchte die unterschiedlich konfigurieren, gibt es eigentlich einen ziemlich simplen Trick bei der ganzen Geschichte. Und zwar, wir konfigurieren die Konten für das Telefon 1 und sagen, also zum Beispiel auf das Telefon 1 möchte ich dieses Konto übertragen haben. Ja, dann aktiviere ich entsprechend nur dieses eine einzige Konto, ja, wie ich hier das alle Einstellungen vorgenommen habe und starte jetzt die Freigabe. So, jetzt nehme ich mir Telefon 1 zur Hand. Telefon 1 gebe ich entsprechend, wie ich das gerade gesagt habe, meine SIP-ID wieder ein. Habe noch ein bisschen Zeit. Klicke da auf Connect. Dann dauert das ein bisschen. Ah, das ist natürlich der Vorführeffekt. Normalerweise sollten jetzt noch ein Konto da sein. Das liegt aber daran, ja, dass wir keine Konten löschen. Das war jetzt mein Fehler. Ich hätte jetzt die Konten per Hand selber rauslöschen müssen. Okay, das hätte man vielleicht, ja, noch beachten sollen. Delete Account, Entschuldigung. So, Delete Account. Dann haben wir es richtig. Dann hätten wir jetzt hier entsprechend den Account Nummer 1 drin. Ja, und im Telefon Nummer 2, dann müssen wir das jetzt auch noch vorbereiten ein bisschen, was ja auch kein Account normalerweise hat. Also Telefon 2 würde ich jetzt entsprechend die Aktivierung rausnehmen.
Ach, ich weiß unseren Fehler. Das war eigentlich nicht richtig, was ich gezeigt habe. Ich hätte das Ganze vermutlich mal speichern müssen. Wir machen das gleich nochmal neu, um das richtig zu zeigen. Also, wir wollen auf dem Telefon nur den einen Account haben. Dazu klicken wir jetzt auch auf Speichern. Dann haben wir das auch tatsächlich gespeichert. Jetzt starten wir die Freigabe neu. Das muss man im Tutorial erstmal bringen, mit solchen Aber-Sachen noch zu arbeiten. So, und wir nehmen hier die 6151 und wir machen die Verbindung. Und hier habe ich meinen SIP-Account 1, wie ich das Ganze jetzt auch wollte. Und jetzt bereiten wir das Telefon 2 vor und sagen, da soll dieser Account bitte nicht hingehen, sondern es sollen nur diese beiden Accounts auf das Telefon 2. Dann speichere ich das Ganze wieder ab. So, hat er gemacht. Die beiden Accounts sind aktiv. Jetzt nehme ich mir das Telefon 2 zur Hand. Ja, klicke hier auf die Freigabe wieder und gehe über die Aktivierung, über meine SIP-ID und verbinde das Ganze. Und dann hat er sich die SIP-2 und die SIP-3 geholt. Wenn ich das Ganze auch ordentlich wieder haben möchte, aktiviere ich mir entsprechend hier wieder danach meine Seite ordentlich. Und das war es im Prinzip momentan. Das andere gibt es ja nicht wirklich. Ich habe ja nur ein Telefon momentan hier. Deshalb ist der wieder verschwunden. Aber so habe ich auf meinem Telefon Nummer 2 den Account 2 und 3 und auf dem Telefon 1 hätte ich jetzt den ersten Account. So kann ich im Prinzip die Verteilung momentan hier machen. So, und so viel zu dem Tutorial. Viel Spaß beim Nutzen.